Noch ist der Stuhl des Weihnachtsmanns leer und auch der Schnee lässt in diesem Jahr auf sich warten. Die Gäste des Leipziger Weihnachtsmarktes sind jedoch frohen Mutes und lassen sich die Vorfreude auf das kommende Weihnachtsfest nicht nehmen. Um so richtig in Weihnachtsstimmung zu kommen, haben die Besucher verschiedene Vorschläge. In Weihnachtsmärkten geht das doch wunderbar. Verschiedene Weihnachtsmärkte ablaufen, Verkostungen, schönes Gebäck, schöne Glühwein. Heute sind wir nach Leipzig mit dem Bus hergefahren. Wunderschön, kein Problem, gut angereist. Tolle Stimmung hier. Weihnachtsmütze aufziehen, auf den Weihnachtsmarkt gehen, Glühwein trinken. Ich habe die Mode am 1. bis 4. Advent selber mit den Enkelkindern zu basteln. Ach, irgendwie schlecht. Warum denn? Ja, der Schnee fehlt noch und irgendwie, ja. Wir waren in der Oper und haben uns Hänsel und Gretel angeschaut und ja, sind dadurch jetzt richtig in Stimmung. Ich brauche nicht nur den Weihnachtsmarkt, um in Weihnachtsstimmung zu kommen. Ich gehe Geschenke einkaufen, schon gerade einen größeren Urlaub im Süden verbracht. Und da ist es jetzt umso schöner, wieder zurück zu sein. Das Weihnachtsgeschäft läuft auf Hochtouren und auch die Standbetreiber freuen sich über den regen Zulauf. So ist auch Feinkostverkäuferin Erika schon voll und ganz in Weihnachtslaune. Ich habe ja jeden Tag hier weihnachtliche Atmosphäre, nette Bühne gerade rüber, nette Kunden. Privat freue ich mich natürlich auch riesig. Dann wartet am 24. die Familie und Gäste. Am Spielzeugstand hält die 6-jährige Lina gerade noch Ausschau nach dem perfekten Weihnachtsgeschenk. Dabei hat sie klare Vorstellungen, wie der Weihnachtsmann aussehen soll. Einen weißen Bart, einen roten Mantel und schwarze Schuhe. Und sofern alle artig waren, kommt der Weihnachtsmann auch mal höchstpersönlich vorbei. Und dann kommt er nachmittags zu den Enkeln. Und wir waren artig das ganze Jahr, der wird schon sicher kommen. Ja, der kommt in Form meines Mannes. Der Weihnachtsmann kommt zu Hause bei uns auf jeden Fall an. Ich ziehe mich an wie ein Weihnachtsmann, versuche die Stimme zu verstellen und dann klappt das meistens. Ho, 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 hier ist der Weihnachtsmann, seid ihr mal artig? Ho, ho, ho. Aber Geschenke sind natürlich nicht alles. Da sind sich die Gäste einig. Die wahre Bescherung liegt in etwas ganz Wesentlichem. Wir freuen uns auf unser Enkelkind. Wir treffen uns in der Familie, zünftig wie immer, unterm Baum. Er wird schön geschmückt, Heiligabend. Alle wieder um mich herum zu haben, alle meine Lieben. Ja, genau. Und halt, dass alles schön friedlich bleibt in dieser Welt. Eins ist sicher, der Weihnachtsmann kommt nicht nur auf den Weihnachtsmarkt, sondern auch in diesem Jahr zu den Leipzigern nach Hause. Und ob es doch noch schneit, da lassen wir uns nochmal überraschen.